Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder ich, der Werner, und heute auch wieder dabei der Hanno. Hallo Hanno. Hallo, hi Werner. Dieses Mal Runde 4 vom Regional in Dortmund. Auf der linken Seite Lannister Lord of the Crossing und auf der rechten Seite Stark Fealty. Wow. Ja, sieht beim ganz ordentliches Setup aus, außer dass es beim Lenny-Spieler irgendwie nicht ganz legal aussieht mit zwei Limited. Ja, das ist doch voll gut. Wenn es da Spezialfähigkeit. Ne, vielleicht fällt es ja gleich noch auf. Ansonsten, naja, ein Tywin auf der Hand, aber gut, ohne Reducer gegen Stark würde ich ihn, glaube ich, auch nicht rauslegen. Und ich glaube, Michael spricht auch Stark mit, ja, mit Ward und dann natürlich auch mit March of the Wall. Genau, also wir können mal ganz kurz in die Plots reingucken bei beiden. Also es ist March auf jeden Fall drin und wie du sagst, ich würde es auch nicht gegen Stark Field hier auf keinen Fall. Gegen Stark Crossing kann man es, denke ich, eventuell riskieren, aber gegen Stark Field ist es auf jeden Fall eine schlechte Idee. So. Ja, fällt das gleich noch auf, dass da zwei Limited liegen? Ich spoil mal, ja, das fällt noch auf. Okay. Ich muss aber zugeben, ich war echt verwirrt. Also ich bin ja... Ja, mit den neuen Unlimited Econ Locations, ja. Da ändert sich die Wahrnehmung ein bisschen, ja. Ich dachte echt so, ich habe echt zur Sicherheit nochmal nachgeguckt, so. Ist Gates of the Moon vielleicht doch nicht limited? Habe ich das irgendwie gerade falsch am Schirm, aber nee. Ja, die Plots sehen bei beiden ganz nachvollziehbar aus. Ja, ich würde sagen, keine... Also die größte Überraschung finde ich noch Beyond Reproach bei Michael. Ja. Das macht alle negativen, also im Prinzip alle gegnerischen, ich sehe es anders, alle negativen Attachments auf Charakteren weg. So kann man es zusammenfassen. Ja, aber auch nur auf Charakteren, also kann man halt einen Stark-Spieler gut mit Frozen Solid noch verbinden, das bleibt drauf. Genau. Ja. Gegen mich hat er auch gespielt und damit zwei Milks weggemacht. War schon okay, fast sogar noch ein Bodyguard von einem Charakter, der Ward hatte. Aber ich hatte im gleichen Zug Confiscation gespielt und den Ward dann rechtzeitig entfernt. Aber ansonsten, wenn man damit drei Attachments wegmacht, ja, das ist schon was wert. Aber ich glaube, ich würde trotzdem sagen, Confiscation ist besser. Weil es flexibler ist. Ja, also kannst du dann auch positive Attachments wegmachen. Ja, erstmal das. Und irgendwie bei dem Plot denkst du dann immer, aber ich glaube, ich warte jetzt noch eine Runde, vielleicht spielt er noch ein, damit sich das lohnt. Oder spielt er die Runde gar kein negatives Attachment und dann wartest du noch eine Runde. Ja. Ich glaube, es war eher, weil es war ja kurz nachdem die Kohor-Agenda rausgekommen ist und Michael wahrscheinlich erwartet hat, dass viele das spielen. Und ja, dann ist es schon eine ganz gute Antwort. Hat er aber gar nicht so recht, oder? Ich glaube, es waren zwei Alliance Cohortex. Genau, es war noch ein Tyrell Stark, das war auch im letzten Video, aber ist schon ein bisschen her, dass ich das angeguckt habe. Deshalb weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Aber er hatte wahrscheinlich mehr Kohor erwartet und dann kannst du das hinmachen. Ja. Und gegen mich war der Plot auch gut, hat zwei Milks weggemacht. Ich meine, es macht ja auch, das Problem ist so ein bisschen, es macht ja auch Ward weg, oder? Nee. Ach so, und dann, okay, der hat ja quasi einen Charakter mit Bodyguard gewardet von dir und, ja, okay. Ja. Verstehe, ja. Das ist natürlich ganz witzig. Ja. So. Langweilig hier. Da gibt's spannendere Opener. Jetzt zählt erstmal jeder eine Tonne Karten. So. Ja, auf der Lannister-Seite. Jumper-Event, das ist natürlich ganz gut. Ja. Weil er jetzt, glaube ich, ein schlechteres Board hat, wenn jetzt Ward auf eine von den beiden kommt. Beziehungsweise Tank, ja. Okay. So. Ja, dann kriegt was trotzdem. Der hat eine Handkarte mehr gezogen, ne? Ja, schon. Nimm die
Plus, er konnte sich erst. Ja, genau. So, das merken sie jetzt auch, dass das irgendwie nicht ganz fair ist. Deshalb verliert er jetzt noch eine random Karte. Dass dann auch Den noch brauchen wir nicht. Tywin ist, das ist dann schon irgendwie fair. Oder zumindest, was heißt fair? Es ist zumindest eine Strafe. Ich meine. Gerade mit zwei Great Halls. Wäre schon ganz nett gewesen, mit Tywin noch auf Kanzler haben. Ja, da hätte er jetzt Tywin und sicherlich so noch ein bisschen was Ja, spielen das ist schon. können. Das ist schon ein bisschen bitter, muss man sagen. Dass Tywin jetzt weggeht. So, aber für Tyrion findet er auch ganz gut Verwendung. Gerade mit Podrick und Burnman ist Tyrion ja nicht so ganz verkehrt. Kann man gut was anstellen damit. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ah doch, ich dachte erst, dass nicht mal ein Military Icon auf der Hand ist bei Stark, aber doch da. Ein Stark. Pseudo-Military Icon. Aber nicht so viele Charaktere, muss man sagen. Nee, das ist tatsächlich gar nicht so toll gerade. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Ward spielen wird, weil Ja. irgendwie Ja, der alles. Kurs. Achso, ja genau, der muss den Deckel schreiben. Kann er sich beides leisten? Wahrscheinlich nicht, oder? Achso, ah ja, und Wort. Ja. Ah, das auch nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen Pech, dieser Start. Ich meine, das Setup war ganz nett. Er hätte noch eine Limited Ja, auch gefehlt. keine Ikone, aber an sich ja. Ah Aber ja. er hat ja. Was kann er denn damit machen? Ah, die wäre auch noch dran. Okay. Dann Ah, da war ein kein Fehler. Wort erst ohne. Ja. Ja, wahrscheinlich, genau. Genau, also bevor du nur den Wort ausspielst, machst du, glaube ich, lieber. Ha, jetzt hast du gerade Kevin noch kurz. Ja, sie waren noch ganz Eine kurz drin, aber ich habe jetzt nicht gesehen, Sekunde. was für sie gegangen ist. Jetzt. So, Intrige Challenge für 1. Boah, wird easy geblockt. Aber war wohl auch okay. Ah, oder doch nicht? Auch nicht. Er will wohl einen Power zurückklauen, denke ich, ist hier die Motivation. Ja, oder vielleicht versuchen die Crossing Challenge irgendwie zu vermeiden, aber mit dem Stärke und Stealth of Tyrion wird schwierig. Also sagen wir, genau, ja, und jetzt wird Mir ist Sella nicht mehr gebeugt zum Theon. Angreifen. Die gibt es anscheinend auch anno Post. Na gut. Ah ja. Hier wieder mal ein klassischer Fall von ich habe irgendwas eingetippt und das erste genommen, was gekommen ist. Die Gregor's Marauders, wo ich mich ohnehin schon gewundert habe, dass die im Deck sind, war natürlich Sir Gregor himself. Ich habe mich auch schon gewundert, aber ja, genau, okay, so macht es Sinn. So, er riskiert's. Achso, er hat Winterfell benutzt. Okay. Ja, macht. Aber Pillage wäre ja trotzdem, ne? Ja. Und? Ah, wäre ein Treffer gewesen. Das stimmt. Also, Aber kein sie hat schlimmer. überlebt, aber. Nee. Gut. Aber jetzt könnte er. Hat wie viel Gold hat er noch? Ich denke, das sind vier. Ne, jetzt wahrscheinlich drei. Ja, gut, dann kann er nicht Podrick triggern, um da irgendwie um Arya's Duke zu entfernen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht so effektiv ist. Aber ich glaube, Michael spielt auch Valar Morghulis, oder? Das ist nicht ganz unwichtig. Er spielt. Lass uns gucken. Ja, er spielt Valar Morghulis. Ja, genau. Ich glaube, er spielt dreimal Jory Castle. Wow. Ja, und dann eben. Und war da. Okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Warum nimmt er nicht Gregor? Das stimmt. Vielleicht hat er ihn mehrmals, aber.
Ja, aber selbst wenn, also Eigentlich spielt den Mann nur einmal, oder? ich denke auch gerade in der Welt, in der es Breaking Ties gibt und es nicht restricted ist, denke ich, spielt man den nur einmal. War jetzt gar nicht so das Schlechte, jetzt hat er sogar einen reichlich Freebuff im Auswahl, ne? Michael auf der Seite. Mit dem Pillage. Stimmt, ja. Aber Ja. aktuell kein Gold, ja. Ja. Also seine Hand ist natürlich auch guter Schutz gegen Lenny Crossing, dass er gerne zwei Heads und Sides spielt. Genau, das ist auch in dem Spiel der Fall, dass Lenny Crossing zwei Heads spielt, aber ja, da tut ihm auch Das eine. ist kein Pech, nicht treffen, sondern es gibt halt nichts zu treffen. Andererseits ist die Frage, ob er nicht lieber ein paar Charaktere auf der Hand hätte. Ja, bevor die dann mit Spikes getroffen werden, das ist ein guter Plan. Einfach keine Charaktere ziehen. Und wenn, dann immer gleich wegschmeißen. So. Gibt es nochmal zwei Gold für die Intrige? Heiligen, aber gewinnt er trotzdem. Ja, 4 zu 4 und selbst wenn hätte noch Last Hearth. Winterfeld treffen können. Na gut, dann bleibt Winterfeld stehen, ne? Aber ja. Ja, und dann für einen vielleicht Trigger, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, er hätte seine Goldmine auf jeden Fall behalten sollen. Statt Gregor. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, außer er will die unbedingt opposen. Dann, klar, kann er das machen. Aber eigentlich will er eher das Tempo machen und nicht Stark. Ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht Gregor benutzt, sondern einfach in diesen, na gut, das hätte vielleicht nicht gereicht, aber zu Ostmund. Reingejumpt. Ja, gewinnt natürlich die Military ja trotzdem, ja, das stimmt. 5 und Aya plus das sind auch noch 5. Und gerade mit 2 Great Halls. So, er mag anscheinend Arya nicht, jetzt die wird jetzt geforced marched. Der Eigenart auf Hand schon schlecht. Aber ja, die 2 Great Halls kann man doch Gregor ausspielen, ne? Das stimmt, es wäre nicht. Gerade weil er eh kein Military-Icon hat. Und mit der dritten Great Hall. Ja, und Trade Routes? Ah, oh, jetzt muss ich nochmal in die Plots reingucken. Trade Routes? Oh, ich weiß, was er da jetzt sieht, ne? Gut, ist schwierig. Ich meine, die anderen Plots sind gerade auch nicht so prall. Gut, er hat natürlich. Ah, Ja, Wort ist. Ich meine, Ward kann er sich ja mit Breaking allem Chance leisten. Muss er fast. Also, ich weiß nicht. Wenn er wirklich Breaking Chance spielen. Ja, guck. Jetzt hat er für ein Gold für Osmund gespielt und für ein Gold hätte er auch Gregor spielen können. Das stimmt. Das wäre genauso teuer gewesen. Und Sir Gregor kann jetzt sogar noch, der Sir Osmund kann jetzt sogar noch geordnet werden. Da hat er kein Bild zeigen. Ja, Außer er trifft mit Neverbett. er entscheidet sich aber für Marcella, die jetzt ein Non-Healer ist, weil wenn das hier alles so passt, Stark mehr Handkarten hat. Ja, Auch nicht aber ver. da kann er die Intrige machen, ne? Und könnte die gewinnen. Ja, also die Frage, also stoppen, fängt jetzt mit Militär an, oder? So, ja, wenn Military gewinnt, er halt safe. Das heißt, das kann er auch in die dritte. Ja, es ist die Frage. Müssen wir jetzt überlegen, aber eigentlich gewinnt er ja auch die dritte, wenn er da Tyrion reinschickt und einen rausnimmt, safe. Ja, andererseits mit Last Hearth. So, die Intrige wird auf jeden Fall verteidigt. Dann kommt jetzt Power. Also er will die Militär ungefährdet gewinnen.
Okay. Ja, finde ich vernünftig. Also das ist jetzt, da macht man nichts falsch. So, ich nehme jetzt mal an, hier hat er Catelyn gestellt und dann hat Michael keinen Bock, Marcella zu beugen. Und jetzt kommt die Military. Ja, da kann er einfach einen Duke von Aya reinholen. Stimmt, so. Oh, jetzt benutzt er Winterfell. Vor was hat man hier Angst? Dann kann er Duke von Aya nicht reinholen. Na gut, er hatte zwei Dukes auf, ja. Aber er hätte ja einfach das Duke von Aya reinholen können und sie claimen und dann geht sie wieder zurück Ja. im Discard. Ja. Aber ich verstehe halt Obwohl, nicht. so kann er vielleicht einen Change machen, aber. Ich verstehe halt nicht, warum er hier Winterfell benutzt. Ich meine, vor welchen Events hat er denn Angst? In der Challenge noch? Also da hätte ich es eben jetzt besser gefunden in der Intrigue oder Power. Forge. Go to the sword. Kann er mich crossen? Ja, klar, man kann es natürlich. Ja, gut, hätte ich vielleicht auch gemacht. Wenn man, also ich meine, ich würde es hier nicht erwarten. Und er hat ja auch, also ich meine, was Put to the Sword muss er nicht Angst haben, weil stirbt im schlimmsten Fall Marcella. So. Und jetzt ist es sogar wahrscheinlich ja noch, ja gut, am Militär kommt er sowieso nicht rüber, aber ja, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Hätte ich wahrscheinlich lieber aufbewahrt, ne? Das Event. Ja, also eigentlich muss ihm hier viel. Ja, die Überlegung war so ein bisschen wahrscheinlich, er verliert ohnehin die Handkarte. Aber gut, er hat es ja trotzdem verloren. Er hat Also ich meine, er muss ja, genau, er muss ja fast schon, also selbst wenn er Tywin zieht, reicht es dann überhaupt? Genau, er muss Tywin finden, damit er die verteidigen kann. Von daher wäre es wahrscheinlich. Ja, was macht ihr jetzt? Am besten alle Attachments auf die Hand, oder? Oder you win or you die. Aber am besten alle auf die Hand. Was meinst du mit alle auf die Hand? Weapons at the door. Ah, okay. Hat er, glaube ich, nicht. Habe ich vorhin gesehen. Ja, stimmt. Okay, ja, das. Ja, win or die oder Weapons at the door. Für Snow doch. Na, auch nicht ganz verkehrt. Ja, für Snow, ne? Könnte man auch gut machen. Also, er hat eigentlich gute Plots jetzt. Alle fünf werden jetzt vernünftige für den Lenny-Spieler. Das stimmt. Ich glaube, da macht er hier mit keinem was falsch. Er weiß ja nicht, dass der Gegner vier Handkarten ohne ohne Charakter hat, aber ja, das ist natürlich dann unglücklich. Bist du gerade wichtig? Ja, ich hatte angerufen, ich gehe da gleich danach. So, Oder, okay. Robert Strong. Warum zieht er so viele Handkarten? Ach so, Win or Die. Aber das ist immer Schicksal, weil wenn du Win or Die spielst, spielt der Gegner Breaking Ties. Breakfast. Ja. So. Deshalb, also eigentlich, ja, war zu früh, das zu spielen. Er gewinnt ja diese Runde so oder so nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Aber es ist auch noch ein Knight, könnte er, wenn er bestowed hätte, auch zu Osmund reinjumpen. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht, was der in Lenny Crossing macht. Ja, also ich hätte glaube ich wahrscheinlich echt für Snow gespielt. Aber ist er da zu holen? Gut, ich meine, es ist jetzt. Ja, klar, das mit Breaking Ties ist ärgerlich. Zum. Ja, gut. Ah gut, er hat einen billigen Non-Loyal und Sleaworthen drauf, ne? Also. Tja. Er kriegt er da wahrscheinlich, obwohl, ja. Claim 2 Militär und 2 auf die Hand. Das heißt, er verliert 4 Charaktere. Hier kann man sich überlegen, ob man Wort dupen will.
Ah, wahrscheinlich nicht. Na, ja, das Du von Shell ist natürlich gar nicht ganz schlecht. Ja, also ich könnte halt den Field Claim, er könnte halt verhindern, wenn irgendwie der Hound ist halt ganz gut noch als Überraschung. Ansonsten hat Eier als Stealth, Stärke 5 und 2 auf die Hand schicken. Was macht er gerade Power mit Tyrion? Hm. Tyrion und Shay, oder? Oder hat er. Ah, okay. Hat er sie aufgestellt? Nee, ich glaube nicht. Dann okay. Die, er war, glaube ich, die erste Intrige. Und das hat dann Sansa verteidigt. Verteidigt er die Power? Genau, mit Arya und plus 3 reicht. Ja. Warum? Will er nicht Militär gewinnen? Könnte eigentlich, also gerade mit seinem Mutters Kamin ziemlich viel Schaden anrichten. Genau, also plus 1 auch noch von Winterfell. Ja, aber gewinnt im. Achso. Ja, ja. Weil Lenny jetzt auch noch eine Military macht, dann gewinnt die Military auch im Angriff. Mit 3 gegen 3. Ja, weil er den nimmt. Hätte er auch einen anderen machen können. Stimmt. Ja, aber offensichtlich will er gar nicht den Militär machen. Ja, stimmt, er bringt jetzt sogar noch für Claim seinen Rattleshot Raiders um. Hm, interessant. Gut, er hat halt 2 Power verloren. Und der Lenny spielt noch 2 gewonnen, aber er wäre dann auch nur bei. Was jetzt? Er hätte dann 2 mehr gehabt, wenn ich V-Challenge gewonnen hätte. Also auch noch weit davon entfernt zu gewinnen. Jetzt kommt die Intrige zurück. Genau, ich meine, Marcella ist ohnehin nur ein Nila. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Power. Und dann? Ja, dann kann er erste Runde eigentlich. Er kann die beiden Teuren auf die Hand schicken, die sind dann weg. Dann marscht. Und einen von beiden drei Kostern worden. Und selber bei sich. Okay, bringt jetzt. Selber bei sich mit Michaela. Weil jetzt hat er nur einmal. Nee, er hat, glaube ich, eigentlich angedeutet, dass es zweimal macht. Ich hatte das so verstanden. Er hat ja irgendwie. Hä? Hat er kein Gold übrig für Fleabottom? Ich bin verwirrt. Ah. Okay, ja, aber selbst dann, also ich meine, selbst wenn das jetzt sein Plan ist, muss er halt Shay noch mal hochjagen, damit der auch tot ist. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er Gold übrig hatte. Na, er kann ja einfach Ward spielen auf Shay. Ah, stimmt. So, Ja gut, war auch kein schlechter Plan. Also er hatte viele Möglichkeiten. Ja. Dass der Lenny-Spieler eigentlich in der aussichtslosen Lage. Ja, ich meine, vor allem er hat keine Handkarten. Das ist. So, jetzt. Ja gut, er hat auch keine gute Handkarten, aber er hat immerhin noch Freebotten, kann sich da verschiedene Charaktere holen. Ja gut, das Ward hat er nicht getroffen. Von daher hat er überhaupt noch Gold für Ward. Nee. Ah doch, nee, auch nicht, nee. Doch, klar. Das ist nur ein. Mit Gates of the Moon. Ah ja, schon, Gates of the Moon. Er ist ja nett vom Lenny wieder. Oh, ja, gut. Was der da zieht, ist natürlich jetzt auch Grütze. Boah. Ich muss jetzt nur dran denken, dass er das einen Gold kriegt. Jupp. Macht er. Spielst du Rock oder spielst du Board? Ja. Ich glaube, ich wäre hier, also ich glaube, das Board hier richtig ist. Ja. Aber ich glaube, ich wäre hier. Ich hätte
Wahrscheinlich Rob ausgespielt. Andererseits, Ward ist schon lustiger. Ja, aber ich meine, du hättest dann auch Fealty benutzen können und Lee Watson hätte dann auch ein Gold übrig gehabt. Stimmt. Also hast du kein Claim, von daher. Dann hätte er quasi alle drei Challenges machen können. Andererseits, ja. So gewinnt er, nee, Dominance gewinnt er nicht. So, Welche Optionen hat man jetzt noch als Lannister-Spieler? Soll ich da jetzt spielen? Weapons spielen, damit man die Shade zurückbekommt, ist vielleicht noch eine Option. Oder First Snow spielen, damit man die Shade zurückbekommt. Ja, also alle drei, also irgendwie alle drei Plots machen Sinn. Das ist wieder so. Okay, das ist gerade ein leerer Plot, aber das. Ja, das ist, glaube ich, ein bester Goldplot, ne? Immerhin das, ja. So. Topdecking for life. Und. Ich habe Charaktere gesehen. Chano, Slint und Shay. Shay ist. Er hat irgendwas. Fängt an? Wer fängt an? Der die Spieler. Ah, okay, immerhin. Sieht man an dem Thron über dem Powerstand. Ja. Sehr gut. Ich meine, das Problem ist, Chano Slint ist ja trotzdem quasi tot. Wenn. Genau. Entweder so oder aus dem Discard-Pile, aber so ist natürlich noch einfacher. Achso, ja. Hat er auch nochmal Aya, ne? Wenn die auf der Hand ist, dann kriegt sie Dupe, ja. So kriegt sie auch die Dupe und dann hat er Milke. Obwohl er kann natürlich, er hat jetzt eine Stärke 7, wäre noch Sinn, ne? Achso, er kann intimidaten, das muss er wahrscheinlich machen. Ja. Was ist passiert? Hast noch. Ah, wusste ich. Klar, das ist es. Hat er drei Shades auf der Hand und Tyrion. Ja. Ja, aber. Obwohl das natürlich ein Fehler war. Er muss ihn natürlich vorher stärken. Und kann dann einfach Winterfell benutzen. Ja, aber das ändert ja nichts. Ja. Er könnte das Intimidate rechnen. Ja, aber er hat ja. Ach so, weil er nur eine Stärke hat. Ja, das stimmt. Ja. So. Ich meine, der Lenny-Spieler hat ja auch noch. Matscht, also von daher muss er den jetzt nicht unbedingt killen. Ja, das stimmt. Ja, gut, das ist egal. Ja, ich weiß eigentlich schon, wie es ausgeht, ne? Aber der Lenny-Spieler führt noch. Ah, nee, jetzt ist 9-9. Ah, nee, sogar 10-9. Okay, 10-8 sogar. Okay. Also der Power-Counter ist, ich habe es ab und zu schon mal erwähnt, in Spielen ist mehr so eine grobe Richtung. So, ja, ich denke auch, jetzt kommt hier March wahrscheinlich. Jetzt könnte er sogar mit Heads und Spikes treffen. Das ist ja broken. Aber klar, das ist natürlich mit First Snow. Ganz gut. So. Na. Aber es ist voll gut, weil dann kann er nächste Runde
Close Call spielen, um eine Karte zu ziehen. Wenigstens endlich mal was Freut tut. sich. Ja, dann steht's auch schon wieder 10-10. Ja, schnell geht das. Jetzt will aber Lenny Crossing eigentlich mehr so in zwei Plots machen. Also ich muss dazu sagen, ich habe gegen das Lenny Crossing Deck auf dem Turnier auch gespielt und das Spiel war halt irgendwie im Plot 2 zu Ende. Mit 15 zu 13 oder sowas. Für dich? Für ihn? Für mich aber, das war wieder so ein klassischer Fall von wer die Innie gewinnt, gewinnt das Spiel. Oh, Cersei. Na, ist doch mal ein netter Topdeck, oder? Vor allem, Gut. Wir machen früher schon 10, ne? Kann er sogar noch Shay ausspielen mit 2? ich denke, oder? Gar nicht. Gar nicht so verkehrt, Okay, ne? damit kann man jetzt mal arbeiten. Wow. Das Problem ist so ein bisschen, dass Stark Kann man total. keine Crossing stellen. Stark gewinnt halt irgendwie. Trotz. Aber nicht eine Post wegen Shay, das ist schon mal gut. Das stimmt. Nee, aber ich meine, Stark kann halt, wenn sie, wenn er die Intrige verteidigen will, kann er die verteidigen. Das ist so ein bisschen der. Oh, ich guck da zu. Ich bin da hinten rechts. Ist meine Beine. Aber viel Power fehlt ihm auch nicht mehr, ne? Nee, das. Aber beiden eigentlich. Was? Sonst der Ländlich spielt jetzt noch wieder bei 11? Schon das? Ne, 9. Okay. Ja, habe ich wahrscheinlich in die falsche Richtung gedreht. Unentschlossen. Intrige ist noch, ne? Ja, ich kann halt den Intrige-Trigger von Cersei verhindern, aber kann auch mit Winterfell machen. Ja, von daher ist es besser, glaube ich, zu gewinnen. Und das macht er ja, wenn er kann ja Wyman wieder aufstellen. Dann kommt der Spieler nicht durch. Es gibt ihm auch noch das andere Post, was er nicht machen sollte, glaube ich. Genau, für seine Stärke und von Wahlen kann er aufstellen und Last Hard, also Ja, das beiden, ja. Okay. 5 und 1, 6. Eigentlich auch durchlassen. Hätte ich Power verteidigen sollen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, die Intrige, klar, Daisy ist ganz nett, aber eigentlich kann es ihm auch egal sein. Ja gut, dauert jetzt eine Runde länger. Aber Ja, ich meine, mit. wenn er den Spieler schafft anzufangen, ja, also wenn er doch mal in die Militär einzieht, leisten kann er sich alles. Wirkt leicht genervt von Wyman. Er ist auch nervig. So, jetzt wird Arya am Ende der Runde Phase gerettet. Hat er jetzt gewonnen? Ah ja, mit Winterfell, klar. 6, 8 und 6, ne? Warum hat er denn mit Shay nicht auch angegriffen? Er hätte doch auch 8 gehabt. 2 Gold hat er noch. Ja, wer hat ja mit Shay auch schon eine Post? Der kann es ja nur zweimal standen. Ja, schon zweimal, ja. Auch von 1, ne? 18.
Kings Road braucht er nicht. Schon auf Land gesehen. Na, das ist doch mal gut gezogen. Jamie, das kann man jetzt brauchen. Naja, und so macht man das übrigens. Rob aus dem Deadpile zurück in Discard-Pile packen und dann gleich nachziehen. Oder? Oder? Das macht man so. Alles andere ist ja blöd, wenn es nicht so ist. Also ich meine, deshalb packt man ja rüber. So, jetzt kommt auch noch Daisy, die jetzt schon mal Stärke 6 hat. 7 Lied. Ja. Ja. Und Greenau natürlich auch. Ja. Okay, kommt er nicht durch. Ja, ich meine, er kann, ich meine, Lannister kann hier quasi keine, ja, gibt hier auch auf, er kann hier außer der Intrige keine Challenge machen, mit der er nicht sofort verliert, und wenn er passt, dann hat er einfach auch verloren. Ja. Ja, ich würde sagen, solide nach Hause gefahren von Stark. Ja, ich finde also Stark Fealty kann man gut spielen. Gerade weil deren diese neue Econ-Location mit dem Stand, einmal Stand, ziemlich gut ist. Und mit Fealty dann auch noch leichter zu spielen. Sieht man relativ häufig, finde ich, jetzt wieder Stark Fealty. Ja, überhaupt Stark. Ich meine, dann mit kommen ja aus der Sicht des Turnieres danach auch nochmal ein paar gute Karten für Stark. Das stimmt, ja. Ja, also irgendwie gefühlt haben die alle guten Karten so der letzten Monate hat Stark bekommen und also zumindest irgendwie nur durchweg gute Karten. Und ja, können sie nicht beschweren. Und sind jetzt auch wieder ganz oben. Das auf alle Fälle. Nach dem Fall, ja, nur die erst waren es nur drei, die mal oben waren, ne? Martell, Tyrell und Tark. Hätte Stark dazu kommen und ich glaube, jetzt kann man auch Greyjoy noch dazu zählen. Also ist ja zumindest gut, dass es oben jetzt auch ein bisschen mehr Vielfalt gibt. Also 5 gute Häuser und deswegen nur noch 3, die ein bisschen unten sind. Ja, mal schauen, ob es die auch noch hoch schaffen. Ja, wenn dann alle. Das ist schwierig, aber ja. Sehr schön. Aber wenigstens, ich meine, es ist ja schon positiv, keine Einhausmeter mehr zu haben. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ja, da war Tyrell immer ein bisschen zwischenzeitlich, ne, aber... Oder Lannister ganz am Anfang, aber das ist ja lange, lange her. Ja, das stimmt. In dem Sinne, danke fürs Zuhören, Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.